für mich heißt IGS natürlich integrierte Gesamtschule, also eine Schule, die für alle da ist. In der Oberstufe beschäftigen wir uns natürlich mit Kunstgeschichte, das ist ein wichtiger Teil. IGS steht für Integrierte Gesamtschule, anders gesagt eine Schule für alle. Also der Unterschied zwischen der Sachs-IGS und anderen Schulen ist einfach, dass hier jeder tolerant mit jedem anderen umgeht. Das Besondere für mich an der IGS ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. Das Besondere an der IGS ist, dass man seine Tutoren von der 5. bis zur 9. Klasse hat und nicht ständig einen Lehrerwechsel hat. Also für mich steht die IGS für ein angenehmes Lernklima und eine schöne Schule.